wir sind aufgeregt, jetzt geht's los. Wo fahren wir hin? Notarin! Oh Gott, wir wissen noch gar nicht so richtig, was auf uns zukommt. Aber ich glaube, es ist der erste große Schritt. Mal gucken, ob wir mutig genug sind, Unterschriften zu leisten. Wir sind gespannt und ängstlich und aufgeregt, aber ich glaube, das wird super. Bis bald! Wir haben es getan, zum allerersten Mal. Nein, Karl. Aber es ist doch wahr. Missverständlich. Gut, wir sind zurück vom Notar. Wir haben die Unterschrift des Todes geleistet. Oder war das die mit der Bank? Die Bank war die Unterschrift des Todes. Gut, wir haben die zweite Unterschrift des Todes geleistet. Ist ja bloß die Grundbuchschuld. Buchgrundschuld, so rum. Grundbuchschuld. Nein, Buchgrundschuld. Grundbuchschuld. Nein, es stand im Schreiben anders. Grundbuchschuld. Wir haben zuerst den Kaufvertrag, 17 Seiten Kaufvertrag, den die Notarin komplett vorliest, unterzeichnet. Und anschließend noch die Grundbuchschuld. Buchgrundschuld, Grundbuchschuld. Eine Schuld. Nochmal. Wie viele Seiten waren das? 6, 7? 7. 7? 7 Anlage. Die sie auch komplett verlesen hat. Sie kann sehr schnell lesen. Ja, also das ist jetzt nicht wie Oma meiner Gute-Nacht-Geschichte, sondern das ist schon, man muss vorher den Vertrag einmal gelesen haben, damit man währenddessen folgen kann, um es noch zu verstehen. Ja, das stimmt. Nee, es war ziemlich super. Wir durften euch natürlich nicht mit reinnehmen. Die Notarin war klasse, hat uns alles nochmal ein bisschen erklärt. Nach jedem Absatz hat sie uns noch ein paar Sachen halt erklärt und dann verlesen. So dass wir halbwegs verstanden haben, worum es da eigentlich geht. Jetzt kommt als nächstes, den Vertrag an unsere Bank schicken. Sie schickt sie an die Ämter, sodass die Grundbuchvormerkung eingetragen wird. Und es muss noch eine Bestätigung von der Gemeinde eingeholt werden und eine Bestätigung von der Bank und so weiter. Der ganze Spaß dauert jetzt wohl noch mal so 6 bis 8 Wochen. Dann bekommen wir ein nettes Schreiben, die Fälligkeitsmitteilung. Das bedeutet, wir werden höflich darauf hingewiesen, dass wir jetzt Geld bezahlen dürfen. Dann dürfen wir zuerst die Bank bezahlen und danach die... Die Bank bezahlt die andere Bank. Unsere Bank bezahlt die andere Bank und dann bezahlt unsere Bank die Eigentümerin. Genau, stimmt. Genau, die Differenz, die bekommt dann die Eigentümerin und mit dem Rest des Betrages... Dürfen wir spielen. Genau. Genau, das heißt, es wird ernst, oder beziehungsweise eigentlich ist es schon ernst, die Unterschriften sind schon durch. Mit der Bank sind wir auch schon sehr weit. Und jetzt sitzen wir hier in unserem Häuschen und haben ein bisschen Angst. Nein, wird glaube ich gut gehen. Nein, ich sehe hier viele kleine und große Baustellen, aber das kriegen wir schon hin. Das müssen wir jetzt. Jetzt müssen wir. Und was wir nicht hinkriegen, vergeben wir fremd. Genau. Als nächstes kommt also die Fälligkeitsmitteilung, dass wir eben zahlen dürfen. Und sobald wir gezahlt haben, sind wir wirtschaftliche Eigentümer, das heißt, wir dürfen loslegen. Und in der Zwischenzeit einige Termine machen. Ach genau, das war noch gut, dass vielleicht das noch als Hinweis. Wir hatten den großen Vorteil, dass die Notarin so blickig war. Unsere Baugenehmigung gilt ja nur noch 3 Monate. Und man darf ja nur um ein Jahr verlängern. Sie ist dann jetzt also schon 6 Jahre alt und wir dürfen nur noch ein Jahr ranhängen. Das heißt, wir haben irgendwie nur noch 1 Jahr und 3 Monate. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass wir vielleicht noch eine Bauänderungsgenehmigung benötigen, dann würde das ja auch nochmal erstmal diese zu erstellen, einiges an Zeit kosten und einzureichen und dann auch die Genehmigung einzuholen, bis wir die Genehmigung dann haben. Das könnte halt auch nochmal ein halbes Jahr vergehen und das würde uns alles noch mehr Zeit kosten und noch... mehr Luft zum Atmen gefühlt. Ja. Und die Notarin war aber so super, dass sie uns einen Passus eingetragen hat in den Vertrag. Deswegen ist er nochmal eine Seite, glaube ich, länger geworden.
dass wir ab sofort Genehmigungen einholen dürfen und was war noch, irgendwie Anträge stellen. Genehmigungen einholen und Anträge stellen. Ja. Das dürfen wir jetzt schon vorher. Das war super, dass Demon Karin damit gedacht hat. Genau. Gut, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss.